bin kein Wunderwurzi. Ich darf meine Frage an Sie als Wissenschaftslandesrat richten. Entspricht es den Tatsachen, dass Sie als Rektor und Geschäftsführer der UMIT gemeinsam mit Vizerektor Schwab eine Richtlinie erstellt haben, wonach jeder Professor 30 Dissertanten und Doktoranden im Assessmentjahr betreuen soll, bei der Androhung finanzieller Bestrafung für das Institut, für den Fall, dass es nicht stattfindet und dass Sie damit vollverantwortlich für das Aus der Akkreditierung für das Doktorat Gesundheitswissenschaften an der UMIT sind? Ja, bitte. Das ist mein Problem. Ich weiß es nicht konkret, ganz einfach. Ne? Es steht hier nicht eine Anfrage an den früheren Rektor zur Debatte, sondern eine Anfrage an einen Landesrat, der für die Wissenschaft zuständig ist, seit 2008. Das ist mein Problem. Ich weiß es nicht konkret, ganz einfach. Ne? Ich bin kein Wunderwurzi. Zur mündlichen Anfrage des Kollegen G.B. Meyer. Ich glaube, das stellt durchaus den politischen Stil wieder mal in Frage, wenn uns ein Landesrat hier als Ex-Rektor bezeichnet. Natürlich hat das Rektor die letzte Verantwortung. Ist er für mich unumstritten. Ich war zwischen 2004 und 2008 Rektor damit, habe die letzte Verantwortung für einen Geschäftsführer, habe die letzte Verantwortung für das Akademische, bin auch nach außen hin der oder war damals nach außen hin der, der natürlich auch von Seiten des Akkreditierungsrates Ansprechpartner war. Die Dinge, die wir jetzt erleben, haben eine lange Vorlaufzeit. Diese Vorlaufzeit geht zurück in Ihr Rektorat. In Tirol gibt es eine inzwischen ziemlich bekannte Krankheit, bekannt geworden durch Altlandeshauptmann Bartel, die nennt sich retrograde Amnesie. Und ich frage mich, Herr Landesrat, erinnern Sie sich nicht, was unter Ihrem Rektorat passiert ist? Da haben diese Dinge begonnen. Und Sie hätten es in der Hand gehabt, Sie hätten es in der Hand gehabt, die Dinge zu ändern. Ich möchte beantworten. Faktum ist, dass wir einen exzellenten Rektor hatten und einen ausgezeichneten Wissenschaftslandesrat. Gänz durch die Elite, ich meine, UMIT ist ein kleines Pflänzchen. UMIT ist nicht Harvard, UMIT ist nicht Stanford. Ich bin kein Wunderwurzi. Deshalb ist der Ruf von Landesrat Tillich außer Zweifel. Und ich möchte mich bei ihm außerordentlich bedanken. Gerade heute haben wir wieder gesehen, welche Qualität und welches Wissen er hat, dass er sich diese Tätigkeit als Landesrat antut. Ich selbstverständlich stehe für alle Fragen und Antworten natürlich zur Verfügung, wie ich das in der Vergangenheit immer gemacht und auch in Zukunft immer machen werde.